Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Magic News hier beim Playerspot. Diesmal mit dem Titel Die magischen Geldscheine. Es geht darum, wie ich mir Geld gewünscht habe und es auch auf ganz, ganz krasse, tolle Art und Weise bekommen habe. Die erste Geschichte ist vor über 10 Jahren schon passiert. Ich glaube vor 11 Jahren. Und zwar hatte ich einen Freund aus Mexiko zu Besuch. Und dieser Freund, der rauchte. Und dann waren wir in der Innenstadt in einem Brauhaus. Und er wollte sich dort am Automaten eine Schachtel Zigaretten holen. Dann ist er da hingegangen, hat sein Geld reingeworfen und dann gemerkt, dass er eine Autorisierung braucht, also einen Personalausweis. Und das konnte der ja nicht da reinstecken. Er hatte natürlich keinen Deutschen und kam dann wieder zu mir zurück und hat mich halt gefragt, ob ich mit ihm da runtergehen kann in den Keller, wo die Toiletten und dieser Automat waren. Und ob ich ihm das kurz da, beziehungsweise ob ich ihm einfach meinen PR so kurz leihen kann. Gut, dann habe ich das gemacht, er ist runtergegangen und kam dann wieder und meinte, mein 5-Euro-Schein ist weg. Ich habe mich total geärgert und dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt ist er gerade mal in Deutschland und in Europa angekommen, zum ersten Mal überhaupt ist er in Europa, will hier noch schön rumreisen und dann hat er so ein blödes Erlebnis als negatives Willkommen quasi. Also dachte ich so bei mir im Kopf, liebes Universum, das finde ich blöd. Sieh zu, dass der sein Geld wiederbekommt, seine 5 Euro. Und das habe ich dann echt total vergessen. Ich war damit beschäftigt, ihn und die andere Freundin, die da noch dabei waren, dann rumzuführen und mit denen eben meine Zeit zu verbringen. Dann, einige Zeit später, ich glaube es waren 2-3 Tage, sind wir mit dem Bus gefahren. Also dieser Freund und ich. Ja, wir haben uns dann halt in den Bus gesetzt, auf einen Viererplatz, wo man sich gegenüber setzt. Und er setzt sich und ich setze mich ihm genau gegenüber und ich schaue nach unten und da liegt zwischen seinen Füßen ein 5-Euro-Schein. Das ist doch unglaublich, oder? Ich habe hingeguckt, den gesehen und gesagt, hey cool, das sind deine 5 Euro und habe die dem gegeben. Und er hat sich gefreut, hat die angenommen und damit war es gegessen. Aber wenn ich jetzt im Nachhinein so drüber nachdenke, das ist so krass. Ich habe mir gewünscht, dass er das wiederbekommt. Ich habe dieses Geld gefunden und es war eindeutig bei ihm, zu seinen Füßen. So von wegen, dass das Universum mir sagt, ja, hier hast du das Geld für ihn, da kannst du es ihm jetzt geben. Wow. Ja, und dann, als ich ihn dann wieder, ich glaube 1-2 Tage später, so lange war der gar nicht da, aber als ich ihn dann jedenfalls einige Zeit später zum Bahnhof gebracht habe, bin ich dann zum Bahnhofsgebäude vorne raus. Genau, ich habe noch überlegt, gehe ich jetzt hinten raus, da ist die Bushaltestelle, wo der Bus kommt, der mich direkt nach Hause bringt, oder gehe ich vorne raus? Ich war schon Richtung vorne gelaufen und habe mir dann gedacht, so, hey, wieso bin ich denn hier lang gelaufen? War aber zu faul, zurückzugehen und dachte mir, naja gut, dann gucke ich halt, ob der andere Bus kommt. Oder ja, ich bin auch irgendwie ein bisschen verpeilt, dann einfach weitergelaufen. Es hat mich irgendwie einfach so da weitergetrieben oder weitergeführt. Ja, und dann laufe ich so über diesen Bahnhofsvorplatz, der so ganz groß ist natürlich. Und es war jetzt auch keiner in meiner direkten Nähe. Und auf einmal sehe ich so, dass irgendwie so ein Blatt wurden so ein paar Blätter vor mir herumgeweht. Und dann gucke ich genau hin und dann waren das 3 5-Euro-Scheine, die genau bei mir waren. Dann habe ich die eingesammelt, habe mich umgeguckt. Keiner war in der Nähe, der irgendwie das gemerkt hat oder irgendwie sich suchend umgeschaut hat oder dem die gehört haben könnten. Ja, und dann habe ich die halt mitgenommen. Und ich glaube heute, dass das irgendwie so vom Universum für mich das Geschenk war oder mit so die Bestätigung, das, was du gerne gibst, bekommst du vielfach zurück. Weil ich ja eben die 5 Euro für den Pepe mir gewünscht habe und ich hatte da
auch überhaupt keinen Gedanken dran, dass ich die jetzt gefunden habe, also in seinem Fall, und dass ich die jetzt haben will, sondern ich war wirklich so, ja cool, da sind seine. Ja, und wie gesagt, ich glaube, das Universum hat mir dann mit diesem 3x5-Euro-Schein einfach gesagt, was du gerne gibst, was du mit Freude gibst, mit reinem Herzen, das bekommst du vielfach zurück. Ja, und dann war da noch so eine Geschichte mit einem 5-Euro-Schein. Irgendwie schaffe ich es nicht mehr, mehr als 5 Euro erfolgreich zu wünschen, also so zu finden. Na jedenfalls war ich einige Zeit später unterwegs und habe mir ein Podcast-Interview angehört mit der Gabby Bernstein. Und da hat sie erzählt, dass sich eine Klientin von ihr ein Zeichen gewünscht hat und die hat sich als Zeichen einen Geldschein gewünscht, und zwar einen 20-Dollar-Schein. Und dann hat die den auch irgendwann innerhalb dieser gesetzten Frist, entgegen dem, wie es erst aussah, doch noch gefunden. Und da dachte ich mir, ja, ich hätte auch mal wieder Bock, mir so ein Zeichen zu wünschen, auch ein Geldschein. Hatte aber direkt auch im Kopf einen 5-Euro-Schein. Es war einfach so dieses Bild vom 5-Euro-Schein, was direkt aufgepoppt ist, mit auch diesem begrenzenden Glaubenssatz, mehr werde ich eh nicht finden. Ja, und ich habe mir dieses Zeichen einfach gewünscht, weil ich mal wieder eine Bestätigung haben wollte, so vom Leben, vom Universum, dass es da ist, dass es das auch gibt, dieses größere, liebevolle Etwas, und dass es mich auch bemerkt oder dass ich wichtig bin. Ja, und am nächsten Tag bin ich mit einer Freundin durch die Innenstadt gelaufen beim Shoppen. Und da waren viele Leute. Und wir waren ins Gespräch vertieft, sie und ich. Und ich habe so, also haben uns halt angeguckt natürlich beim Gespräch, im Laufen. Und um nirgendwo dran zu laufen, habe ich dann einfach so in diesem Gesprächsfluss kurz nach vorne geschaut. Und da liegt direkt vor mir, und zwar so direkt, dass ich mit dem nächsten natürlichen Schritt, den ich sowieso gemacht habe, das aufheben konnte, lag ein 5-Euro-Schein. Wir kommen gerade die Tränen, wo ich das erzähle. Ja. Ja, das waren meine magischen 5-Euro-Scheine oder meine magischen Geldscheine. Ja, und wenn du jetzt auf die Idee gekommen bist, zu denken, wo wohnt die denn? Da liegt ja das Geld auf der Straße, da findet man ja ständig 5 Euro. Das ist natürlich nicht der Fall. Diese zwei Geschichten sind mir mit einem Abstand von ungefähr 5 Jahren passiert. Und ich habe in der Zwischenzeit und danach auch kein Geld mehr gefunden, höchstens mal 1 oder 2 Euro Stücke. Okay, das war's für heute soweit von mir. In der nächsten Episode bekommst du eine Bonusfolge, und zwar ist das eine kleine Geschichte, wo auch sich jemand einen Geldschein gewünscht hat, als Beweis dafür, dass er ja verbunden ist zum Universum. Und diese Geschichte, die gibt's aber auch auf Englisch. Da hat dieser Mensch, der heißt Tony, das erzählt, und zwar ist das ein Erfahrungsbericht von der Seite von Dr. Joe Dispenza. Und wenn du gut Englisch kannst, dann kann ich dir ganz, 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 ganz wärmstens ans Herz legen, die YouTube-Seite von Dr. Joe Dispenza aufzurufen, falls du das nicht sowieso schon kennst. Und da kannst du echt eine richtige Binge-Watching-Party machen und dort die ganzen Testimonials von den Menschen dir anschauen, die mit seiner Arbeit und mit seinen Meditationen schon so viele richtig geile, richtig krasse Dinge erlebt und manifestiert haben. Also, wenn du die Magic News magst und gerne hörst, dann wirst du das absolut lieben. Für alle, die nicht so gut Englisch sprechen oder die auch vielleicht einfach Lust haben, das schnell auf Deutsch von mir zu hören, ist dann die nächste Bonusfolge, wo ich diese Geschichte auf Deutsch erzähle. Übrigens gibt es auch
Dr. Joe Erfahrungsberichte auf Deutsch. Da muss man ein bisschen suchen, auch bei seiner Internet- oder bei seiner YouTube-Präsenz. Aber da gibt es auch einige sehr coole auf Deutsch. Ja gut, das war es jetzt aber wirklich von mir. Und dann habt noch einen wundervollen, magischen Tag und melde dich super gerne und schick mir deine magische Geschichte an hallo@playerspot.de. Tschüss!